Wiegen der Mini-Plus-Völker zur Feststellung des Futtervorrates. Herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu diesem neuen Praxisvideo bei dem vorfrühlingshaften Wetter hier in Mielkendorf. Wie ihr wisst, wiege ich die letzten Jahre regelmäßig meine Segeberger-Beuten rein interessehalber zur Feststellung, wie viel Futtervorrat die Völker noch haben mögen. Dasselbe geht natürlich auch für die Mini-Plus-Völker, nur hier fehlen mir die Gewichtsangaben für die einzelnen Bestandteile der Beuten, der Mini-Plus-Beuten. Viel Spaß beim Praxisvideo Wiegen der Bestandteile der Mini-Plus-Beute. So, ich habe mir hier einige Bestandteile zurechtgelegt, eine Mini-Plus-Zarge, sechs ausgebaute Waben, bebrütet bereits mehrfach. Und diese Waben, die sind auch unterschiedlicher Art, bewusst gewählt, mit dünnerem oder mit dickerem Holz und auch verschiedene Zellarten. Das habe ich bewusst so gewählt, um hier einen bestimmten Durchschnittswert zu erzielen. Hinzu kommt noch ein Mini-Plus-Deckel und ein Überwinterungsboden Mini-Plus mit durchgehend offenem Gitter. Der geteilte Mini-Plus-Boden, der dürfte natürlich andere Gewichtsmaße haben hier, aber den verwenden wir ja im Winter nicht. So, meine Lieben, dann fangen wir einfach mal an. Waage ist ganz neu gekauft heute, denn meine bisherige Mini-Küchenwaage, die ist defekt. So, dann fangen wir mal mit dem Deckel an. Den stellen wir mal hier senkrecht drauf. In der Hoffnung, er hält. Ja, steht auch frei. Der Deckel wiegt 335 Gramm. Sehr schön. So, als nächstes nehmen wir die Zarge. Die ist schon ein bisschen schwerer. 690 Gramm. Okay. So, jetzt nehmen wir den Boden. Mal sehen, ob wir den hier eigentlich einigermaßen. Ich habe das hier mit Drahtgitter belassen. Das ist dann praxisnah. So, der Boden. Wir sehen 326 Gramm. Sehr schön. Dann nehmen wir mal die erste Wabe. 210 Gramm. Eine ganz normale Durchschnittswabe. Allerdings, wir sehen hier, der Oberträger, der ist hier doppelt stark. Von daher brauchen wir uns nicht über das hohe Gewicht wundern. Diese Wabe, die dürfte leichter sein. Eine unbebrütete Wabe. Die wiegt nämlich 179 Gramm. Da muss ich doch noch mal gucken, das waren 210, ne? Jo. Alles klar. So, dann kommt eine Drohnenwabe. 118 Gramm. Also so unterschiedlich ist das doch. Jetzt eine alte, aussortierfähige Wabe, sag ich mal. Die wiegt nämlich schon 234 Gramm. Eine weitere unbebrütete, aber schon etwas verschimmelte Wabe, 150 Gramm. Und die letzte Wabe, nicht ganz ausgebaut, die wiegt 159 Gramm. Jetzt habe ich hier eine Zeile vergessen, 159 Gramm. Ja, meine Lieben, somit haben wir die Gewichte einmal durchgemessen. Jetzt möchte ich die Waben nochmal zusammen mit der Zarge wiegen und dann das Gesamtbeutengewicht nochmal. Ja, bei den Mini-Plus-Beuten ist es ja so, dass wir da das Futter nicht immer so genau dosieren können, wie es auch benötigt wird für den Winter. Wie schnell ist das Volk überfüttert, aber wie schnell sind ja auch die Futtervorräte verschwunden, aufgebraucht, sodass wir hier bei Mini-Plus doch auf jeden Fall viel engmaschiger kontrollieren müssen, ob die Völker im Spätwinter und Vorfrühling auch tatsächlich noch genug Futter haben. So, die Waben sind drin, dann stellen wir die Wabe mal auf die Waage, hochkant, dann geht das am besten.
Jo, das funktioniert. 1740 Gramm. Die Zarge mit Wagen. 1740. 1740. So, das Ganze, das machen wir jetzt nochmal komplett. So. Beute, Zarge und Deckel. Und ich denke mal, praktischerweise werde ich das mal auf den Kopf stellen. Genau. Sehr schön. Ja, hält das? Oh. Na, das hält kaum. Aber doch, es hält. 2400, das ist schwer zu erkennen hier. Naja, man bräuchte das ja einfach zusammenzählen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber ich sehe hier, na, sagen wir mal 2400 Gramm. 2400. Kommt das ungefähr hin? Boden und Deckel wiegen ungefähr 650 Gramm. 650 plus 1740, das sind 2400. Ja, das kommt ziemlich genau hin. 2400 Gramm. Super. Tja, meine Lieben, ich habe hier ein Gesamtgewicht ermittelt für ein Volk, das auf drei Zagen überwintert, mit Boden und Deckel von 5881 Gramm. Hinzu kommen natürlich noch die Gewichte der Bienen, der Brut eventuell und des Pollens. Und alles, was darüber hinausgeht, das ist dann das Futter. Ja, das sind so die von mir ermittelten Daten bei der Mini Plus Beute. Alle Daten, die werde ich nochmal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung verlinken und auch hier im Video einblenden. Diese Methode ist natürlich auch mit jeder anderen Beute, mit jeder anderen Magazinbeute durchführbar. Wenn ihr andere Magazine habt, andere Beuten, andere Materialien, dann wiegt gerne diese Beuten im Leerzustand, wiegt jede Wabe, dann ermittelt ihr einen Durchschnittswert. Dann könnt ihr auch Boden und Deckel wiegen und somit das Nettogewicht der Beuten im Winter feststellen. Darauf wird dann geschlagen das Gewicht der Bienen. Da kann man dann im Winter für ein normales Volk ungefähr knapp ein Kilogramm nehmen. Ein bisschen Pollen und Brut ist dann vielleicht auch noch dabei. Und alles, was dann darüber hinausgeht, das ist dann der Futtervorrat. So, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbienen.de. Tschüss!